Mahlzeit! Da sind wir wieder! Im nächsten Earthbound-Montag! Und da wir letztes Mal so doof von dem Clumsy-Robot gekillt wurden, killen wir ihn jetzt mal. Hoffe ich zumindest. Gespeichert habe ich nämlich. Komm her! Ping! Klackety, klackety! Rattle, rattle, squeak, 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 crack! Fuck you! Der Clumsy-Robot. Der kann im Prinzip nicht wirklich viel, aber er kann mir gut auf die Eier gehen. Gucken wir mal, ob der Slime-Generator bei dem mal funktioniert. Reapply the Bandage. Der macht nie wirklich viel. Komm schon. Ah, hat natürlich nicht geklappt. Fuck. Blöder Clumsy Robot. Der kann sich selber heilen. Und Nest solidifyen. Und so. Also der ist eigentlich gar nicht so scheiße. Aber wieso treffen meine Kaktiere nicht? Fuck. Ey, die Bullen sind rich. Fuck. Darauf erstmal einen Schluck trinken. Ah, oh, trefft doch, Leute! Achso, nur ein kleiner Roboter! Scheiß Endboss, der hat mir vorhin schon in den Arsch getreten. Zum Attack, sehr schön. Jawohl, das gefällt mir schon ein bisschen besser. Boah, thank God. Ja, der trifft sowieso nicht. Oh, fickt euch doch, ihr Ihr seid doch echt scheiße. Na also, wieder mal ein bisschen Schaden. Ach, du bist doch kacke. Dieser Kampf wird 3 Stunden dauern. Soll dieser Kampf in 4 Minuten nicht vorbei sein? Ich habe die Uhr im Auge. Dann werde ich vorspulen, bis entweder ich abkratze oder der Roboter abkratzt. Oh, gehen wir doch nicht auf die Eier, du. Jetzt reicht's mir hier. Oder war Psy-Eis-T? Ich glaube, Psy-Eis-T einzeln ist stärker als... Oder verbraucht nicht so viel. Oder? Mal testen einfach mal aus, wir haben jetzt sowieso alle Zeit der Welt. Kloppdrupp. Fire Strange Beam. Miss Body Solidified. So, Beta zieht ihm. What? Okay. Scheiß Roboter. Blöde Arschsau. Okay, dann ist er halt eben gegen Psy-Ice-T immun. Blöde Arschsau. Dieser Kampf könnte echt ewig dauern. Ist wobbly. Wobbly, wobbly. Aber bisher hat er mich ja nicht angegriffen. Machen wir mal den Hungry HP Sucker. Vielleicht hilft. Wo kommt der? Klappt. Wanted to go and get a battery. Ja, klar. Ah, klasse. Funktioniert nicht. Gar nicht funktioniert. Du bist echt scheiße, du blöder Roboter. Lost the gear and some balls. Eigentlich muss. What the fuck? Some guys rushed into the room. Wohohoho! Lucky quickly ducked behind the robot. I flipped the switch and it stopped. Wie geil ist das denn? What a loser robot. It was so easy to stop. Wir kloppen da jahrelang drauf. That was quick thinking. Geil, einfach nur geil. Terminus gained what, 16,000 experience each. Nice. Ihr seid so geil, Leute. Ihr seid so geil. Ich liebe euch. We don't have any money, but we are strong, however. We would like to pay you back. We'll help you in whatever we can. Let's break into the room next door. Except I need to go to the bathroom first. I thought I heard a girl's voice. Paula? Ich meinte Jessie? The room next door seems suspiciously somehow. Okay. Nachdem uns die Runaway Firefly den Arsch gerettet haben, gehen wir mal hier rein. Durch die Doppeltürchen. Jessie! Was denn? Stop, that's enough. Please stop. I give up. I really do. Okay. Alles klar? Okay. Hi, Jessie. Ness! You finally made it here! Du hast es endlich hierhin geschafft. Ich bin okay. Ich dachte, ich wusste, du kommst und rettest mich. Mr. Monotoli ist keine schlechte Person. Nein, überhaupt nicht. Nimm dir ein bisschen Zeit und hör mal zu. Okay.
Schau dir meine skinny Arms, meine dünnen Arme, ach, keine Ahnung. Skin heißt eigentlich Haut. Vielleicht bleiche Haut. Schau dir meine bleichen Arme, meinen dünnen Körper, mein graues Haar an. Ich bin so schwach geworden, seit ich die Manimani-Statue verloren habe. Sorry, dass ich Jesse gekidnappt habe. Ich wollte nichts tun. Und habe aber nichts angetan. Jesse ist ein nettes Mädchen. Jesse, geh zurück zu Ness. Sorry, dass ich dir so viel Ärger bereitet habe. Aha! Yeah! Wir haben Jesse zurück. Ein zweites Mal. Hä? Ich werde dir alles erzählen. Die Manimani-Statue hat eine Illusion kreiert. Es hat die bösen Geister attraktiviert und dein Herz geschwächt. Diese Power hat mich so verängstigt, dass ich I hit the statue in the warehouse at Jackie's Café. Okay. Dass ich die Statue im Warenhaus von Jackie's Café versteckt habe. Ich bin da oft hingegangen, um zu beten. Kryptische Wörter erscheinen mir, während ich in dieser Illusion war. Ness, dein Name ist in diesen kryptischen Nachrichten aufgetaucht. Stoppe Ness. Und mach es mit deiner eigenen Hand. Oder lass sie nicht zu Summers gehen. Oder lass sie nichts von der Pyramide wissen. Ich verstehe die Nachrichten nicht ganz. Aber anscheinend wollen sie nicht, dass du zu Summers gehst. Böse Gigas. Oder irgendwas. Ich konnte den Namen hören. Egal. Die böse Seite würde wirklich Ärger kriegen, wenn du zu Summers gehst. Oh. Also solltest du den Gegner wirklich hingehen. Vor allen Dingen, da sie nicht wollen, dass du da hingehst. Would you like to hear the whole story again? Nein, wir sind nicht bei Zelda. Und das heißt Zelda. Summers is located across the ocean. Take my helicopter. Cool. Dankeschön. Hä? Geil. Wie episch ist das denn bitte? Du musst nun los. Ness, das ist deine Bestimmung. Jesse, es ist Zeit für uns Goodbye zu sagen. Dein Arsch war der schönste, den ich jemals hatte. So, mal ganz kurz gucken, auf welchem Level Jesse ist. Ness ist 33, 37. Die ist halt so ein ganz, ganz kleines bisschen mitgelevelt. Kann das sein? Ich weiß es gerade echt nicht. Auf jeden Fall, wir schlaven, denn wir haben Jesse wieder. Hurri! Ist eigentlich ihr mental leer? Immerhin ein bisschen. Okay. Jesse hat auch einen Ruler im Inventar. Cool. Los geht's! Wie geil. Ich will nur ganz kurz mal ein bisschen was verteilen. Ich glaube, die kann den Bag of Dragonite ihr geben. Denn wenn es mal Ärger gibt, dann kann sie es gut benutzen. So. Okay, Heli! Jetzt wäre ich ein perfektes Bild von dem Typ mit der Kamera gewesen, oder? Aber geile Musik. Hallo? Will der Heli mich verarschen? Hallo? Geht's noch? Poki, du Hurensohn! Ah! Du blöde, fette Sau, ey. I have no use for him. The helicopter will really come in handy. Looks like you're the world-class loser again. Boah, du bist so ein Wichser. Janis, ich gucke dich an, du guckst mich an. Wir wissen beide, wie scheiße der Wichser ist. Aber wie hätte er den Helikopterschlüssel bekommen? Scheiße. Blöde Sau, ey. Ah. Jetzt müssen wir zu Fuß dahin. Obwohl wir teleportieren können. Hey, hast du hier rein, zu welchem noch ein Heli? Poki hat den Helikopter genommen. Ich hoffe, er ist okay. Ja, Poki oder Helikopter? Hast du euch noch eine Geheimtür? Schade. Ich sehe schon, komm, wir müssen zu... Hä? Was geht jetzt? Jesse? Jesse, alles klar? Auf einmal ist der Raum weg. Oh, ich war nur ein bisschen dizzy, aber ich bin okay. Gehen wir zu Summers. We need to go back to Threed.
Somehow I know that that's where we must go. Okay. Hey, guys! Ihr habt echt viel gemacht, während ich im Badezimmer war. Ihr wollt zu Threed so schnell wie möglich? Wir können euch mitnehmen, unsere Tubas. Ich hol den Bus und ihr wartet einfach nur draußen vom Building. Yeah! Runaway 5! Der geile Haufen. Ich liebe die Leute. Ich glaube, hier lang ging's. Und hier lang. Ich kann übrigens mal den Escargo Express bald mal wieder anrufen. Mein Inventar wird nämlich wieder voll. Geiles Zimmer im Übrigen. Voll sinnlos. Badezimmer? Ey, lass uns rein! Man kann nicht in diesem Videospiel nicht ins Badezimmer. Eine super Parodie darauf, dass es gar keine Badezimmer gibt in anderen Videospielen. Oder wenn dort mal nicht rein darf. Wenn das jetzt mein Dad ist, der mir schon wieder sagen will, dass ich zu lange spiele. Apple Kid. I think I'm a real genie. Ich denke, ich bin ein richtiges Genie. Eigentlich bin ich wirklich ein Genie. Warum? Weil ich, den Primary Feind von dir und der Menschheit gefunden habe. Wir müssen dieses Ding kämpfen und besiegen. Okay. The Face Disorder? What the fuck? I've got it wondering. Scientist Dr. Ananas and make the disorder. Okay. Er hat uns jetzt also im Prinzip nur erzählt, dass er irgendwer in einer neuen Erfindung hängt. Cool. Magst du uns mal runterfahren? Bist du ein Freund der Runaway 5? Würdest du nach einem Autogramm für mich fragen? Klar. I don't mean your autograph, silly. Ach, wirklich? Erzähl! Bling, bling! Dankeschön. Bis später, Süße. Ah, ihr Lackaffen schon wieder. So, magst du mich immer runterfahren? Dieser Elevator führt runter. Don't stand behind me and stare at my hips. Du stehst vor mir, Dorf, wie soll das gehen? Tudu. Nächster Halt, Höschenabteilung. Dankeschön, ihr müssen wir raus. Jesse, du musst ein paar Sachen anprobieren. Hey Leute, ihr könnt mal... Ja. Orange Kid. Sorry, dass ich letzte Zeit nicht angerufen habe. Ich arbeite immer noch an einem Weg, um gekochte Eier in rohe Eier zu verwandeln. Das war auch länger, als ich dachte. Ich muss da wirklich dran arbeiten, also bis später. Geiler Humor. Die Runaway 5. Hi Leute. Okay, du kannst in den Bus rein. Ja, das hatte ich auch vor, Schatz. So, ab nach Threed. Unterwegs mit dem Runaway 5. Jeff, nimm die Hand von meinem Oberschenkel. Wer hat schon wieder gefurzt von euch? Oh, die Mucke ist so geil. Oh, da komme ich mir gerade vor wie bei Full House. Über die Manhattan Bridge. Und durch den Desert. Ah, wir können den ganzen Scheiß hinter uns lassen. Echt schön. Die Slot Machine Typen. Ah, schön. Da haben wir Jesse wieder. Das finde ich gut, aber die muss jetzt ein bisschen leveln, jetzt würde ich erstmal sagen. Ist das ein ewiger Weg? Wer hat schon wieder Eiscreme auf den Rücksitz geschmiert, ihr Schweine? Aha. Oh, die Mucke ist so toll. Da sind wir auch schon wieder. Oh, das sind die coolen Kids. Ich hatte schon das in seinem Krankenhaus raus. So wurde er auch zusammengeschlagen. Okay, wir haben es geschafft. Sorry, dass wir nicht mehr für euch tun konnten. Erinnert euch dran. Wir sind auf eurer Seite. Wenn du eine harte Zeit hast, denk einfach an unsere Songs. Und denk einfach dran, dass wir irgendwo weit, weit weg singen. Übrigens, wieso musst du hier zurück? Du musst
Okay. Am I close? Okay. Er hat gerade im Prinzip einen Tipp gegeben. Ja, Rückwärtsgang. Dass es hier ein wichtiges Key-Item gibt, was wir uns holen müssen. Deswegen gehe ich einfach mal jetzt zu Apple und Orange Kid und gucke einfach mal, was die mir im Angebot haben können. Oder waren die in Tucson? Ich weiß es gerade gar nicht. Wo bist du denn? Egal, was wir hier noch machen können. Denn Apple Kid und der andere sind hier nicht. Orange Kid. Was wir hier machen können, erfahren wir im nächsten Part von Earthbound. Schätzeleins, bis gleich.